Vielleicht wissen Sie das oder es wurde ein bisschen angekündigt. Ich bin Lehrtrainerin am Schulz-von-Thun-Institut, mache Führungstrainings, Coaching. Ich bin aber überhaupt nicht, als ich gefragt wurde, diesen Vortrag zu halten, habe ich das auch sofort gesagt. Ich bin überhaupt nicht Expertin für Sucht und auch nicht für Gespräche mit Jugendlichen. Das war so ein bisschen, dass ihr dann gesagt habt, ja, macht nichts, das sind wir ja selber, das sind die Leute auch selber. Mach du mal, guck mal, welchen Beitrag die Kommunikationspsychologie zu dem Thema geben kann. Einmal zwischendurch gefragt, können Sie mich auf die Art gut hören? Ja? Okay. Gerne übrigens, wenn das entweder technisch nicht klappt oder aber wenn Sie Zwischenfragen haben, Verständnisfragen gern zwischendurch. Gerne sozusagen Diskussionsfragen eher hinterher, gerne am Tisch. Aber wenn ich Sie abhänge, gerne zwischendurch. Ist nicht gut ausgesteuert. Kann ich da was machen? Weiter weg? Kann ich weiter weg? Ist das besser so? Danke, dass Sie das sagen. Wunderbar. Gut. Ich würde gerne einmal zu der Rollenverteilung kommen. Dieses Thema, das, na, Sie haben gesagt, ihr habt gesagt, mach mal selber, guck mal, welchen Beitrag die Kommunikationspsychologie leisten kann. Und das, da gibt es ja ganz viele denkbare Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt für etwas entschieden, was ich für mich hochspannend fand, hochspannend. Ich weiß nicht, ob Sie es auch spannend finden, ich weiß nicht, ob der Rahmen das trägt. Nämlich, ich bin, außer dass ich Kommunikationspsychologin bin und Trainings mache, da bin ich echt eine alte Häsin, das mache ich seit über 20 Jahren, bin ich seit ungefähr 2 Jahren eine Berufsneueinsteigerin. Ich bin nämlich, ich habe noch mal eine psychotherapeutische Ausbildung angefangen, tiefenpsychologisch, bin da in der Psychiatrie, in einer traumatherapeutischen Tagesklinik gewesen und habe da in dieser Rolle, die ja eine völlig andere ist als die Rollen, die Sie haben, und auch Sie alle haben ja unterschiedliche Rollen, die unterschiedliche Wahrheiten erfordern, aber in dieser Rolle habe ich zum ersten Mal in meinem Leben damit zu tun gekriegt, dass ich über das Thema sprechen musste. Dr. Tabatabai, Sie haben eben gesagt, hohe Komorbidität, traumatisierte Menschen ganz häufig ja, dass sie entweder auch kiffen, trinken, Benzodiazepine nehmen und. Stichwort Selbstmedikation, also ein erwartbares Thema. Und ein Thema, das in dem Augenblick, wenn die Menschen bei uns in die Tagesklinik wollen, muss das angesprochen werden, weil da ist sozusagen eine Verpflichtung auf Abstinenz. Und im Zuge dessen habe ich damit zu tun bekommen, dass ich ansprechen muss und habe mich selber erlebt in einer Gesprächsführung, wie gesagt, vor dem Hintergrund, Gesprächsführung, da bin ich erstmal, habe ich gedacht, Expertin. Und ich habe zum Teil gemerkt, das hilft mir an Stellen gar nicht, überhaupt gar nicht. Ich verstricke mich, es wird schwierig, gar nicht nehme ich zurück. Ich glaube, es wäre noch schlimmer gewesen ohne das, aber man kann sich trotzdem verstricken. Manchmal macht man alles richtig, das kennen Sie vielleicht, von den Techniken her alles richtig und trotzdem funktioniert das irgendwie nicht. Ganz schnell, das fand ich hier so schön sichtbar, ganz schnell landet man in irgendwelchen Geschichten, natürlich als Eltern, ne? Sie haben eben gesagt, als Mutter besonders, natürlich, wen wundert das, dass man irgendwie flugs in einem Gespräch landet und denkt, worum geht's denn jetzt eigentlich? Und aus dieser Erfahrung heraus, und ich habe gesagt, ich fand das für mich sehr spannend, habe ich das, was ich für mich in der Situation am wertvollsten fand, als Beitrag der Kommunikationspsychologie, nämlich vor dem Blick nach außen, den Blick nach innen. Vielleicht kennen viele von Ihnen Schulz von Thun, der sagt so Sachen wie, innere Klarheit ist die Voraussetzung für äußere Klarheit. Da finde ich viel dran. Wenn ich innerlich unsortiert bin, nicht alle beisammen habe oder die irgendwie komisch miteinander interagieren in meinem inneren Team, Stichwort inneres Team, darum wird es hier gehen, dann wird das jenseits der Gesprächstechniken trotzdem schwierig. Sodass wir hier die Rollenverteilung haben werden, ich hier inneres Team, der Blick nach innen, das, was zwischen den Zeilen passiert, manchmal ausgesprochen, manchmal unausgesprochen, das, was, wenn man dieses Gespräch eben sich nochmal vor Augen holt, ich erkläre gleich was, ich gehe nicht davon aus, dass alle von Ihnen das innere Team kennen, wahrscheinlich aber einige, dass sozusagen hier ein Mensch steht mit einer inneren Befindlichkeit, mit vielen verschiedenen inneren Stimmen und Strebungen und hier auch. Und je nachdem, wenn diese beiden inneren Teams aufeinandertreffen, dann entsteht was Eigenes und Dynamiken, die entweder zielführend sein können für das, was derjenige, der das Gespräch sucht, erreichen will, vielleicht auch erreichen muss aus seiner Rolle heraus, oder die aber auch das verhindern können, dass man Erfolg haben wird. Ich sage es direkt, Sie ahnen das, ich habe natürlich keine Heilsbotschaft. Nicht, ja, und wenn Sie dann geklärt sind, dann wird das leicht. Ich finde, das bleiben echt schwierige Gespräche. Ich finde mich mittlerweile besser in diesen Gesprächen, weil ich geklärter bin und ich finde, es bleibt total schwer.
bevor ich loslege und einsteige. Einmal zwischengefragt, wer von Ihnen, einmal Hand hoch, ich gehe davon aus, es sind wahrscheinlich ganz viele, wer von Ihnen führt solche Gespräche immer wieder, vielleicht ganz, ganz oft, vielleicht aber auch nur manchmal, wer führt die? Genau, ganz viele. Wer von Ihnen hat die noch gar nicht geführt, aber rechnet damit, dass es auf ihn oder sie zukommt? Rechnet, fürchtet, hofft, was auch immer. Okay. Wer von Ihnen kennt das innere Team? Jetzt mal egal wie gut, von Schulz von Thun, wer hat das schon mal gehört? Kennt das irgendwie? Das sind einige. Ich werde das trotzdem gleich, damit ne, die anderen nicht abgehängt werden, noch einmal eine kurze inhaltliche Einführung geben. Es geht mir aber nicht darum, Sie da theoretisch, wie soll ich sagen, theoretisch da irgendwie sie anzureichern mit dem inneren Team, sondern es geht mir nur um die praktische Anwendung. Nur um die Anwendung auf das, wie man, ich brauchte an der Stelle dafür Supervision, das werden einige von Ihnen manchmal auch brauchen, oft geht das auch ohne, um sich da innerlich klären zu können. Gibt es zufällig jemanden, die das innere Team kennen, von denen, gibt es jemanden von Ihnen, der das schon mal für dieses Thema, nämlich Gespräche über Cannabis, für sich selber angewendet hat? Neugierig. Ach, ja, ja, spannend. Und finden Sie das hilfreich? Ich frage mal so, gut, Sie dürfen jetzt nicht Nein sagen, Sie sind der Einzige, der sich gemeldet hat. Ja. Ja. So, haben Sie wahrscheinlich gerade nicht gehört, ne? Man kann mit dem Klienten eigene Blickwinkel ansteuern. Sie sagen, Sie verwenden das auch mit demjenigen. Ja, wunderbar, geht auch, ist eine gute Anwendungsmöglichkeit. Ich habe das gar nicht mit meinen Patienten gemacht, sondern erstmal für mich selber, aber das deutet schon an, da geht viel. Mein Ziel wäre, dass ich Sie anrege und ich bin wirklich gespannt, ob das geht, weil das ja eher ein selbstreflexives Thema ist, ne? Gar nicht so leicht mit 200 Leuten. Ich bin gar nicht so leicht, aber gleichzeitig ein Ausprobieren. Mein Ziel ist, dass ich Sie anrege, für sich selber mal in Abgleich zu gehen, was mit dem, was ich gleich von mir erzähle. In Abgleich, Sie haben, wie gesagt, andere Situationen, andere Rollen und mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein völlig anderes inneres Team. Sie sind ja ganz anders. Ziel ist also nicht, sich daran wiederzuerkennen oder auch nicht, sondern eher zu gucken, welche inneren Teammitglieder tauchen bei Ihnen auf, schwappen hoch, wenn ich das meine erzähle. Und wo haben Sie möglicherweise auch da, das muss gar nicht passieren, aber vielleicht gibt es welche, wo Sie denken, ach, da lohnt noch mal, dem nachzugehen. Da ist so eine Gefahr, dass ich mich verwickeln, verstricken könnte. Da könnte ich mich selber um meine Wirkung bringen. Und dass Sie vielleicht auch eine Einfühlung in den anderen, sich, wenn Sie sich vorstellen, welches innere Team mag er oder sie haben. Man kennt nicht alles, aber einiges kann man ahnen. Na, auch nochmal Ideen, welche inneren Teammitglieder müssten da eigentlich miteinander sprechen, ins Gespräch kommen und wer müsste mal ein bisschen beiseite treten, damit das klappen kann. Es klingt so, als wäre das, wenn man das technisch beherrscht, leicht. Nochmal, das ist mir wichtig, das zu sagen, das bleibt schwierig und heikel. Oder ist leicht, auch ohne inneres Team, gibt es ja auch. Das innere Team, ich versuche mal ganz kurz. Weil mir ist wichtig, dass Sie die Dynamiken, das Gefühl für, was heißt Dynamik, verstehen, damit Sie sie für sich selber anwenden können. Für einige von Ihnen jetzt Eulen nach Athen. Schulz von Thun hat dieses, das ist ein altes Bild, dass wir verschiedene Seelen in der Brust haben. Das hat er übersetzt in den Begriff, wir haben alle ein Team, was wir führen müssen als Oberhaupt. Das ist eigentlich eine philosophische Frage, was das Oberhaupt ist. Auf jeden Fall derjenige, der sich als Ich und nicht als wir erlebt, also der sich selbst als Einheit, Identität auch über die Zeit und über Situationen hinaus erlebt. Und in Situationen und in der Zeit fühlen wir uns aber völlig unterschiedlich und manchmal auch multiple, manchmal mit vielen verschiedenen Stimmen in der Brust, die manchmal, so wie das in Teams ist, miteinander am gleichen Strang ziehen, manchmal einander bekämpfen, lähmen, Grübelsituationen. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, jetzt kann ja alles passieren. Man fürchtet ja einiges, wenn man hier vorne steht. Jetzt fangen sogleich im Laufe der Zeit viele von Ihnen an zu tuscheln und dann fangen die Ersten an zu gehen und dann lichten sich die Reihen und hier vorne steht man und denkt, oh Gott, dann habe ich hier ja hochwahrscheinlich ein inneres Team mit vielen verschiedenen Mitgliedern, mehreren verschiedenen Mitgliedern und ich muss irgendwie handeln. Ich habe dann zum Beispiel, hätte ich hochwahrscheinlich ein inneres Teammitglied,
Ich werde die gleich mal nur anskizzieren für die, ich gehe nicht davon aus, dass das irgendwer von Ihnen hier macht. Aber falls jemand Lust hat, jetzt hier oder im Nachgang für sich selber mal aufzuzeichnen, ein inneres Team zu skizzieren, dann könnte man auf die Art, wie ich das exemplarisch vormache, kann man das tun. Ich hätte ein inneres Teammitglied, ich stehe ja dann immer noch hier vorne, gibt ja kein Mauseloch, was wahrscheinlich so redet. Gott. Gott, ach du liebe Zeit, ist das peinlich, ist das schrecklich, ist das furchtbar. Die sucht ein Mauseloch, die würde gerne verschwinden, so eine. Wenn ich die im inneren Team malen würde, dann wäre das vielleicht eine, das können Sie von da hinten bestimmt nicht lesen, ein Flipchart-Legastheniker, einen inneren Quoten-Heini, so ein Quoten-Heini, der irgendwie interessiert daran ist oder die interessiert daran ist, wie ist die Quote, wie ist die Zustimmung und die den Selbstwert danach bemisst. Mindestens aber den Wert des Vortrages, werden einige von Ihnen kennen. Total neurotisch und total normal. Ja, in dem Augenblick, wo ich so, Gott, Gott, peinlich. Ich habe wahrscheinlich auch noch ein inneres Teammitglied dabei, in der gleichen Situation, das völlig anders fühlt, völlig andere Impulse hat, nämlich so eins, wenn das frei Schnauze sprechen dürfte, darf das dann nicht. Wenn das frei Schnauze sprechen dürfte, würde das sagen, na, Sie haben ja Nerven, das ist ja ein Ding. Ja, alle aus dem sozialen Bereich, total nett und menschlich, aber mich so behandeln, das geht ja gar nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. So ein inneres Teammitglied, ich habe auch einen 10-jährigen Sohn, als der noch kleiner, ein bisschen kleiner war, war, wenn irgendwer dem irgendwas gesagt hat in Richtung Kränkung, du bist doof, du bist langsam, du bist irgendwas, kam aus der Pistole geschossen zurück, immer selber doof. Wer sagte, es ist selber. Dieses Teammitglied hat so diese Qualität, ich würde auch sagen, das Niveau von selber doof. Ja, also da ist dann nichts von, oh, ich bin mal interessiert, sondern sind Sie blöd. Wenn Sie mich doof finden, ich habe Sie zuerst doof gefunden. So. Im inneren Team, das an der Stelle schon mal gesagt, es gibt Früh- und Spätmelder in der Dynamik, das finde ich wichtig. Frühmelder sind die, die immer spontan sofort an die Kontaktfront kommen, die sich melden, die Sie bemerken, die ich bemerke. Spätmelder im inneren Team, das sind dann häufig die, die einen, bei mir ist das dann immer nachts im Bett, wo das auch immer bei Ihnen stattfindet, so meine Schlagfertigkeit nachts im Bett, wo ich mir dann überlege, kennen Sie vielleicht, auch wenn ich das gesagt hätte, das wäre echt gut gewesen. Das ist so eins, so ein Spätmelder eben. Da habe ich wahrscheinlich im inneren Team, hätte ich noch einen, mal den hier, also einen, der ist eher so selber doof, ich nenne einen Wächter, das selbst Wertes, mal sehr plakativ. Ich hätte wahrscheinlich auch noch eins im inneren Team, ich kenne mich ja nicht erst seit gestern. Das ist so ein Harmoniemonster, ein Harmoniewesen. So eins, das ist innerlich, das hier ist beschämt, das hier ist verärgert und das ist emotional eher so, oh Gott, jetzt bin ich ganz allein. Ich bin hier in Berlin, ich komme aus Hamburg, alle kommen aus Berlin, ich komme aus Hamburg, jetzt gehen die alle. Ihr werdet hinterher auch nicht mit mir. Also so eins, ne, was in dem Augenblick, und ich bin mal ein bisschen plakativ, die von Ihnen, die sowas kennen, wissen, in dem Augenblick hat das manchmal uferlose Ausmaße. Das fühlt sich an, als wäre das die einzige und letzte Wahrheit. Scham, Wut, ne, Alleinsein, inneres Team. Also vielleicht noch so ein Harmoniewesen, Monster, wie auch immer man das nennt. Und ich hätte hoffentlich, und im Moment gehe ich noch davon aus, ich hätte einen inneren Profi an Bord. Einen inneren Profi, der steht dann so vielleicht so ein bisschen eher abseits, guckt sich das an. Und der hat tatsächlich eher die Haltung, ich kapiere das noch nicht. Ich habe noch nicht verstanden, was hier passiert und warum. Ist das ein Inhalt, den ich bringe? Ist da eine Konfrontation drin? Ist das was in der Art, was man nicht macht? Gibt es was, weiß ich gar nicht, woher Sie kommen, habe ich eine Fehlinformation und denke, ich hole Sie irgendwo ab, aber das ist gar nicht Ihr Thema. Ist irgendwas passiert, was ich gar nicht weiß? Also sie hat sozusagen alternative Gründe, außer das war, weil du alles nur schlecht gemacht hast. Die hat sowas wie, ich habe es noch nicht kapiert. Und bevor ich nicht kapiert habe, kann ich ja gar nicht handeln. Und so Profis haben dann schlaue Sätze, was man dann macht. Ruth Kohn sagt, wenn es schwierig wird, sag, was mit dir ist, sei selektiv, authentisch und so weiter. Die Profis geben dann die Worte in den Mund. Und auch das sagte, Tabatabai sagten das vorhin,
wenn man Eltern ist, geht einem der Profi natürlich manchmal flöten. Das ist ja auch gut und richtig und angemessen so. Und trotzdem hat er einen wichtigen Beitrag. Der Profi, wo auch immer der wäre, mach den mal hier hin. Und je nachdem, deswegen dieses Beispiel, das sind eben nicht nur Teammitglieder, die irgendwie nebeneinander da sind, sondern die sind unterschiedlich stark, auch emotional stark. Und auch als Oberhaupt bin ich situativ unterschiedlich gut mit denen im Kontakt und gut ausgesteuert. Knirscht gerade irgendwas, bin ich das? Kann ich da was gegen machen? Ich bin schuld. So furchtbar mit solchen, sobald man solche Beispiele bringt, fühlt man sich echt noch neurotischer als normal. Genau, also Dynamik des inneren Teams, unterschiedlich, und das ist das, selbst wenn ich relativ das Gleiche sage, also wenn mir der Profi die Worte in den Mund gibt, dann ist trotzdem, je nachdem, wie das ganze Team gerade aufgestellt ist und von dem hier gesteuert und wer da die Macht hat und wer miteinander wie einander bekämpft oder miteinander, kommt was anderes dabei raus. Ja, wenn der Profi relativ weit vorn wäre und die hier nicht ganz so das Zepter in der Hand nehmen würden, dann würde ich vielleicht sowas sagen, ich spiele das jetzt nur an, würde ich vielleicht sagen, wir stellen uns vor, sie, die Reihen lichten sich, ein paar sind noch da, mit denen ich sprechen kann. Da würde ich vielleicht sowas sagen wie, ich muss mal einmal kurz innehalten in meinem Vortrag, einmal kurz Schnitt, Metakommunikation, so geht es gerade nicht weiter, sie merken das, ich merke das, hier ist gerade Unruhe, irgendwas läuft unrund, gerade nicht in meiner Komfortzone das anzusprechen, aber ich sehe gerade gar nicht die Alternative. Einfach weitermachen, das kann es gerade nicht sein. Ich bitte Sie mal um Rückmeldung, was ist gerade und so weiter. Dann würde ich sagen, wäre der Profi relativ spürbar. Ich kann inhaltlich ziemlich Ähnliches sagen, und das ist mir jetzt wichtig, weil nachher geht es ja um die Technik, auch motivierende Gesprächsführung. Und wichtig, aber je nachdem, was ich innerlich dabei habe, modifiziert das die Technik. Das macht die Technik mehr oder weniger wirksam. Ich kann fast das Gleiche sagen, aber es kommt völlig anders an. Weil Menschen reagieren ja nicht nur auf die Worte, da erzähle ich ihnen ja echt nichts Neues, sondern ganz viel auf die haben ja ein Gespür für das, was eigentlich passiert. Ich könnte zum Beispiel hier auch so stehen und sagen, ich muss einmal kurz innehalten, einmal kurz auf die Metaebene gehen, den Vortrag unterbrechen. Ich bin gerade nicht in meiner Komfortzone, aber ich sehe gerade gar keine Alternative, und ich würde Sie einmal um Rückmeldung bitten. Ja. Wir merken, sind die hier vielleicht irgendwie am Werk, die beiden, und der spricht noch, aber spüren tun sie wahrscheinlich mehr das. Ja. Die Variante gibt es auch. Ja. Ich muss einmal kurz den Vortrag unterbrechen, Metaebene, es bleibt Ihnen nicht verborgen, mir auch nicht, hier ist gerade irgendwas los. Macht jetzt keinen Spaß, das anzusprechen. Aber, also so Grundhaltung. Oh Gott, Sie sind, es wird nicht lohnen, Sie sind eh bekloppt. Aber Gott, was soll ich machen? Oh Gott. Und natürlich merken Sie das, ist ja klar. Gut. Ja. Ich möchte mit Ihnen, und das sozusagen mal als Grundlage, um gleich mit Ihnen in eine Situation einzusteigen, was ich vorhin schon angedeutet habe, wo es für mich darum ging, in meiner sehr anderen Praxis wahrscheinlich als in Ihrer, das Thema Kiffen ansprechen zu müssen auch, und wo ich es mit mir zu tun bekommen habe. Und das wirklich nur exemplarisch, falls Sie denken, ja, was habe ich damit zu tun? Ja, vielleicht gar nichts. Gucken Sie einfach mal. Ziel ist ja nicht, dass Sie es teilen, sondern dass Sie gucken, wie ist es eigentlich bei mir? Bevor ich das auf die Situation runterbreche, kann das einfach so stehen bleiben? Wie gesagt, Diskussion echt gerne eher am Ende oder sogar am Tisch. Aber gibt es dazu Verständnisfragen? Dann jetzt zwischendurch. Nein. Übrigens, auch wenn ich nicht nach Fragen frage, wenn Sie merken, ich werde sonst abgehängt, unterbrechen Sie mich, kommen Sie rein. Man merkt ja nicht immer, wenn die Fragen da sind. Ich habe jetzt etwas mit Ihnen vor, wo ich sage Ihnen mal, was Plan A ist. Ich habe aber auch einen Plan B. Plan A wäre, ich hole die inneren Teammitglieder von mir in der Situation, die ich Ihnen gleich schildere, einmal auf die Bühne. Dafür bräuchte ich gleich 8 von Ihnen, die sich bereit erklären würden, hier vorne sich gleich mal hinzustellen. Das ist keine Aufstellung. Sie müssen nichts fühlen, sich nicht bewegen, nichts tun. Sie müssen sich nur hinstellen. Ist eine Hinstellung.
nur Schilder halten. Ich habe für sie gebastelt. Schilder halten, innere Teammitglieder. Da kann man das ganz gut sehen. Plan B ist, ich lasse die da hängen. Sie müssen mich nicht retten, wobei es wäre gut, wenn irgendjemand so innerlich was hat, dem man kaum widerstehen kann, sowas an, weiß ich nicht, Hilfsbereitschaft, Mitleid mit der Referentin. Ich nehme alles. Ist mir egal. Die Motive sind egal. Acht wären toll. Gibt es irgendwelche Acht, die aus welchen Motiven auch immer? Wunderbar, danke schön. Dann kommen Sie mal nach vorne. Kommen Sie mal nach vorne. Genau. Das ist jetzt etwas. Mitleid nehme ich auch. Mitleid ist super. Genau. Zwei, vier, sechs, acht, neun. Jetzt habe ich. Brauche ich Mikro? Nö, ich glaube, brauche kein Mikro. Alles klar, ich spreche die selber. Danke. Dann haben wir einen. Wunderbar. Vielen Dank. Acht. Dann stellen Sie sich doch einmal, das ist ja sowas, was man nicht proben kann. Jetzt. Stellen Sie acht sich doch mal so, dass die Zuschauer Sie sehen können. Einmal irgendwie hier erstmal als wilder Haufen. Erstmal vielen Dank Ihnen allen. Wunderbar, Olaf, auf dich ist Verlass. und ein bisschen zur Situation und dann werde ich Ihnen jeweils Schilder geben, innere Teammitglieder. Und wichtig dabei ist, es gibt welche, die mir sehr schnell und leicht präsent waren in der Situation und es gibt welche, die habe ich nicht schnell zu fassen bekommen und die haben die Situation schwierig gemacht. Mein inneres Team in der Situation. Ich bin noch ganz frisch da gewesen in der Psychiatrie, in der traumatherapeutischen Tagesklinik, hatte schon Einzelgespräche geführt mit einer Patientin, einer schwer früh komplex traumatisierten Patientin, sexueller Missbrauch in der Kindheit, ganz viel Gewalterfahrung, ganz viele Dinge, die kein Kind erleben sollte. Das war die Ausgangssituation, mit der hatte ich Einzelgespräche und irgendwann ging es darum, dass sie sagte, ich würde gern richtig ran an das Thema, ich will in die Tagesklinik kommen. Ich wusste von ihr aus den Einzelgesprächen, dass sie kifft und zwar täglich, 1 bis 2 Joints abends und ich würde sie ganz klar, sie sagten das vorhin, ne, dass das wirklich ein Bedürfnis, eine Ursehnsucht, ein Thema, was sich anders kaum befriedigen lässt, Stichwort Selbstmedikation, so würde ich das unbedingt verbuchen. Das wusste ich, das war für mich in Ordnung in der ambulanten Therapie, warum auch immer, vielleicht weil ich Anfängerin war, vielleicht war es stimmig, keine Ahnung. Jedenfalls, dann wollte sie in die Tagesklinik und ab da war klar, die Regeln schreiben vor, das geht bei uns nicht, da muss sie abstinent sein und wer, wenn nicht ich, soll das mit ihr ansprechen. War irgendwie klar, das ist jetzt mein Job, also kann ich irgendwie nicht delegieren. Ich muss mit ihr darüber reden, so, das müssten sie echt lassen und. Und seit das klar war, bin ich damit verquer geworden. Ich habe ein total nettes Gespräch mit ihr geführt, alles Chico. Wir waren uns beide total einig, das ist nicht schlimm. Sie sagt mir einmal so, ja, ich reduziere ein bisschen, wir wissen beide, sie wird es nicht tun. So war irgendwie, ja, so war das Gespräch, echt nettes Gespräch. Ich innerlich total schräg. Total schräg habe ich gemerkt, im Team wurde es schwierig. Ich fand die anderen im Team, ne, da waren natürlich so ein paar, die sagten, ehrlich gesagt, das ist echt keine Patientin für die Tagesklinik, das geht nicht. Und ich bin sauer geworden und fand die spießig, engherzig und. Ne? Also hab sowas gekriegt. Es sind auch so Sachen passiert wie in dem Gespräch selber und in den Gesprächen, in denen es ums Kiffen ging, habe ich gemerkt, bei mir entstehen so Gesprächstabus. Vielleicht kennen Sie das zum Beispiel, die Frau ist eine als Hartz-IV-Empfängerin und es ging in den Einzelgesprächen viel darum, dass sie kein Geld hat, wirklich für nichts, auf einem existenziellen Level zu wenig hat. Und das ist ja schon dann eine spannende Frage, wie ist das mit dem Kiffen? Täglich kiffen, das ist ja nicht, das kostet ja Geld, was für anderes fehlt. Und ich habe gemerkt, es ist ein totales Tabu, auch nur ansatzweise dahin zu fühlen, zu denken, geschweige denn zu sprechen. Ob das richtig ist, das anzusprechen, völlig dahingestellt, aber ich habe gemerkt, so geht gar nicht. Ich war echt schräg. Jetzt kommen meine inneren Teammitglieder. Und einige davon finde ich wunderbar, schier ideal, die braucht man. Deswegen dachte ich auch, ja wieso, ist doch alles gut. Nämlich eine, ich gebe das einfach mal Ihnen und würde Sie bitten, ein bisschen weiter nach vorne zu gehen. Es war an der Kontaktvorderfront eine menschlich Verbundene.
die hat als Sprechblase, sie sind mir wichtig. Das ist so ein inneres Teammitglied in mir. Sie müssen es nicht die ganze Zeit hören. Eine in mir, die ich mit dieser Patientin hatte, bei mir, ich habe immer das Gefühl, alles Lieblingspatientin, die auch eine solche Lieblingspatientin, so ein Grundgefühl von, sie sind mir wichtig. Wie das ihnen geht, wie das mit ihnen weitergeht, ist mir echt nicht egal. Ich finde sie klasse, ich finde die Frau witzig, schlau, ich finde, die hat echt viele Ressourcen, ich mag die, ich finde die klasse. Ich finde, die hat was anderes verdient, sie sind mir wichtig. Vielen Dank. Dann hatte ich eine, das gebe ich mal Ihnen, können Sie noch vorne bleiben, geht das, weil dann kann ich die anderen, danke, Sie auch mal nach vorne, weil die waren alle vorne. Eine empathische, wunderbar, braucht man im inneren Team in solchen Gesprächen, natürlich. Die empathische, die einfühlsame, die hat in der Situation überhaupt im Kontakt mit Frau M, aber auch in der Situation hat so etwas gehabt wie, ich habe eine Einfühlung, warum sie kiffen. Ich habe eine Einfühlung in dieses, in diese Grundverlorenheit in der Welt, dass es nur schlimm ist, dass es nur Angst gibt und dass das unaushaltbar ist. Und dass bei dem, was sie erlebt haben, irgendwie die Kindheit überlebt, dass das ganze Leben eher ein, wirklich ein Überleben ist. Und dass Kiffen so für so eine Sekunde von mal einmal angstfrei sein steht. Für einmal irgendwie entspannt sein, da habe ich echt eine Einfühlung rein, kann ich verstehen. Die hat so ein Grundgefühl von, wenn ich sie wäre, ich weiß gar nicht, was ich alles konsumieren würde. Wirklich, ganz ernsthaft, ja klar. Eine empathische. Darf ich Ihnen das geben? Wunderbar. Dann hatte ich eine bis dahin, ich finde, man denkt, alles Chico, wenn sie das mir zeigen würden, würde ich sagen, ja, genau die Mannschaft, die man braucht. Eine respektvoll abgegrenzte. Eine, die redet im inneren Team, ich glaube auch Ihnen mal meine Stimme, die würde sagen, wir sind beide erwachsen, Sie sind erwachsen, ich bin erwachsen, Sie entscheiden das für sich, Sie zahlen den Preis, das geht mich nichts an. Das ist Ihre Entscheidung, Sie sind nicht dumm, Sie sind reflektiert, das ist wirklich Ihr Ding, Sie entscheiden. Dann hatte ich eine, darf ich Ihnen die geben? Dankeschön. Auch gerne nochmal nach vorne. Die waren alle vorne, da fühlte ich mich, wähnte ich mich gut geklärt. Eine Lockere im inneren Team. Eine, die hat mit dem Thema Kiffen eher so eine Haltung, ja Gott, ja ehrlich jetzt mal. Also, ja, das ist illegal, aber so, also ist ja nicht so schlimm. Ist doch echt, also, jetzt ist Guido Westerwelle gestorben und man darf nicht, aber sozusagen die hat sowas von, ja, wenn Guido Westerwelle schon sagt, er hat gekifft früher, also das ist irgendwie, das ist echt undramatisch, da bin ich wirklich locker und entspannt. Das ist jetzt wirklich nicht, mein Gott, keine Panik, kein Dramatisieren, eine Lockere im inneren Team. Und ich hatte eine, die ist auch noch für die Vordermannschaft, vielen Dank, die auch gerne noch dahin. So einen im inneren Team, so wie eben, so ein Profi, allerdings noch viel untrainierter, weil irgendwie Berufsanfängerin in dem Feld, aber doch immerhin Profi genug, um zu sagen, das ist jetzt mein Job. Ja klar spreche ich das an, wer denn sonst? Naja, und Gesprächstechniken habe ich ja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Das muss man jetzt benennen, was die Voraussetzungen sind und damit in Kontakt gehen. Dafür habe ich auch die Voraussetzung, wird schon gehen, ich mache das, kriege ich hin. Wie gesagt, was passiert ist, ich habe ein total nettes Gespräch mit ihr geführt über ganz viel anderes und ganz kurz auch mal über Kiffen. Ich glaube, wir waren beide sehr froh, dass das schnell vom Tisch war. Das hat uns nicht weiter behindert in der therapeutischen Beziehung. Und das war aber ein Beispiel, sowas habe ich mit mir selber dann immer mal wieder erlebt, nicht nur mit ihr. Also es scheint irgendwie auch am Thema zu hängen, was ja dann immer spannend ist, wenn man merkt, man erlebt es immer wieder, damit in Supervision zu gehen. Habe ich auch gemacht, bin in Supervision gegangen und das, was ich da für mich klären konnte und wo ich nicht weiß, ob das, ich bin mal gespannt, ob ich mich erklären kann, was das bei mir war, was das Gespräch so schwer gemacht hat. Das ist hauptsächlich ein inneres Teammitglied. Sie dafür nehmen? Am besten gehen Sie mal nach vorne, weil eigentlich war es total vorne. Ich habe es nur nicht gemerkt. Es war nicht
So bewusst vor, ne? Ruhig mal vor die anderen gehen. Die hat die anderen nämlich eigentlich heimlich gesteuert. Mhm, wunderbar. Sie müssen nicht... Dankeschön. Ja, sehr gut. Da steht die behütende Beschützerin. Die ist schon so gemalt wie so ein Engelchen so ein bisschen. Da hat die auch was von. Man könnte auch stehen, die Retterin. Die hat die Haltung, wenn die sprechen würde, ich gehe mal neben sie und leihe meine Stimme, die würde sagen, sie haben echt genug gelitten. Das ist echt. Das Maß ist mehr als voll. Und noch eine einzige weitere Konfrontation, eine einzige weitere Beschämung, also beschämend auch nur mit dem Thema, eine einzige weitere, da müssten sie irgendwie möglicherweise übers Aufhören nachdenken und eine einzige weitere Zumutung des Lebens, ich bewahre dich davor. Ich schütze dich davor, du hast genug gelitten. So eine, die hat, wie soll ich sagen, die ist natürlich nicht böswillig, die ist absolut liebevoll, aber was die tut, ich weiß nicht, ob für sie spürbar ist, die wird erstens total symbiotisch mit der anderen und außerdem nimmt die andere als Opfer. Ne? Frau M. ist ein Opfer, genug gelitten, ich entscheide, du wirst geschützt vor der bösen Welt, du nicht mehr. Dass du vielleicht mit dem Thema Kiffen auch Ambivalenzen hast, dabei geht es ja, ne, bei der motivierenden Gesprächsführung ganz viel darum, dass du da vielleicht auch nicht nur, dass es da vielleicht Wege gäbe, nein, da musst du gar nicht hinfühlen, dem musst du dich gar nicht aussetzen, du kannst nicht mehr, du musst auch nicht mehr. Und die, die sehr liebevoll sich erstmal anfühlt, die macht solche Gespräche absolut unmöglich. Und die macht auch, ist das gerade nachvollziehbar, was ich damit meine? Ich muss richtig einmal, sonst fragen Sie nach. Das macht sowas, so eine Verklinschung, wo ich die andere im Grunde genommen, wenn wir gleich aufs innere Team vom Gegenüber gucken, wird vielleicht spürbar, die kommt überhaupt nicht mehr in die Bredouille, vielleicht überhaupt die eigene Ambivalenz auch nur spüren zu müssen. Ja. Das ist ja ein Klassiker, wenn man mit traumatisierten Menschen arbeitet, eine Retterin im inneren Team zu haben, aber nicht nur dann. Und ich weiß gar nicht, ob welche von Ihnen sich darin auch wiederfinden, muss gar nicht, wenn Sie gerade sagen, nee, ich überhaupt nicht, wovon redet die, die hat ja echt einen Knall, dann freuen Sie sich daran, freuen Sie sich daran, wunderbar. Vielleicht haben Sie keine Themen, vielleicht haben Sie andere, dieses jedenfalls mal eins bei mir, beim Thema mit traumatisierten Arbeiten und denen noch etwas zumuten über das Maß, was eh schon da ist. Ich hatte noch ein anderes inneres Teammitglied, das war mir leichter zugänglich, so ein Gewinn von dem Ganzen. Darf ich dir das einmal geben? Das hat sich auch daran gefreut, an der ganzen Situation. Ja, nee, ein bisschen dahinter ruhig vielleicht. Da steht Good Cop, der Good Cop, und die sagt auch mal schön. Auch mal schön. Das ist sowas von innerlich, ich, 10-jährigen Sohn, meine Rolle zu Hause ist, ey, sag mal, du spielst die ganze Zeit schon Computer, kannst du jetzt mal, wir haben gesagt, 45 Minuten, jetzt mach mal Schluss. Ja, jetzt ist echt mal, so ist mein Grundton. Ja, kannst mal, hast du schon die Zähne geputzt, jetzt hallo, hü, Schule fängt gleich an. Ja, und die hat sowas, Mann, mal die zu sein, mal die Gute zu sein, das ist ja ganz neu. Das kenne ich ja gar nicht. Mal die zu sein, die irgendwie dann, wenn es schwierig wird, am besten man käme gar nicht in eine Cop-Rolle, aber in dem Augenblick, wo man sagt, das sind hier die Voraussetzungen, ja, da müssen wir irgendwie, müssen sie sich drauf committen, ist ja sowas im Raum. Mal die Gute zu sein, wunderbar. Die ist bei mir nicht so, ich fand die nicht so machtvoll, da ging es eher darum, die rauszu und einmal zu erkennen. Die hier war sehr machtvoll. Vielen Dank. Wer im inneren Team noch fehlt, ihr steht hier nicht bequem, ihr steht hier aber auch nicht mehr lange, Entschuldigung. Geht das? Gut. Wer in diesem inneren Team noch fehlt und wer tatsächlich, wenn ich erst langsamer aufgebaut habe, wie gesagt, in dem Feld eher Neuling, und die finde ich eine wertvolle und gute, darf ich Ihnen geben, nämlich eine kritisch Hinterfragende. Die rutscht jetzt immer mehr hier ran. Eine kritisch Hinterfragende, die, was in Ihrem Vortrag vorhin auch sehr deutlich war, eine, die sagt, ja locker, ja auch, finde auch, man kann da viel locker sehen, natürlich, und man darf da auch kritisch hinterfragen, das ist ja nicht ohne, was Sie erzählt haben mit substanzinduzierten Psychosen, das ist ja alles nicht nur ohne, die ist bei mir, musste bei mir nachwachsen, ich hatte viel zu wenig Wissen, ich habe mir das selbst, also ich dachte, das ist echt easy. Aber na, also, oder dass es viele Untersuchungen gibt, die darauf hinweisen, dass Therapieerfolge immer wieder gelöscht werden, wenn Leute gleichzeitig kiffen. Ja, ist ja nicht.
Das kann man ja nicht einfach nur ignorieren. Also eine, die auch sagt, ganz ohne ist das nicht. Merkfähigkeit und. Die ist bei mir dazugekommen. Sodass, darf ich Sie noch mal einmal beiseite nehmen? Ich finde, und dich auch noch mal einmal beiseite und einmal ein bisschen nach außen. Ich finde, mit der Mannschaft, wenn es sowas geben würde, wie eine, ich finde, Idealmannschaft, wir sind ja alle nicht am Reißbrett entworfen, aber das finde ich Teammitglieder, die man gut brauchen kann in solchen Gesprächen. Ich vermute sie auch. Irgendwie sowas, ne? Vielleicht in anderem Maß, sie haben unterschiedliche Rollen. Nicht das eine einheitliche innere Team. Aber so von der Blickrichtung finde ich ganz gut, vielleicht solche zu haben. Und worauf ich Sie hinweisen möchte und deswegen auch dieses eigene Beispiel ist, auch wenn man die hat, kann das einem die Suppe verhageln, wenn da andere sich reinmischen und heimlich steuern. Ne, nochmal vorhin das Beispiel. Nach außen ist oft viel spürbarer das, was auch noch da ist und emotional mächtig, als das, was die Worte sagen. Die sind alle in die Worte gegangen, die hier nicht, die sind ins Handeln gegangen. Du musst nicht, ich konfrontiere dich nicht. Gut, vielen Dank euch und Ihnen. Ich entlasse Sie mal aus den Rollen, sonst stehen Sie hier nämlich noch stundenlang. Und würde Sie bitten, genau, wenn Sie die einfach wieder anpinnen, das wäre nett. Vielen Dank Ihnen. Ich gucke gleich noch zur anderen Seite dafür, glaube ich. Gleich mal gucken. Wie ist das zeitlich gerade? Wie seid ihr in der Zeit? Wie viel Zeit habe ich noch? Noch 20 Minuten? Wunderbar, vielen Dank. Gut. Vielen Dank. Wenn das innere, ein inneres Team ist, dann gibt es ja noch unterschiedlichste Möglichkeiten. Das ist ja nur ein Beispiel von mir. Ich habe noch mal ein paar andere innere Teammitglieder mir überlegt, mitgebracht, von denen ich vermute, dass einige von Ihnen die kennen. Vielleicht haben Sie völlig andere, aber vermute, dass einige von Ihnen die kennen. Nämlich, ich kann ja als Gesprächsführende, als die, die sagt, ich spreche das Thema an, ich kann auch noch ein Teammitglied haben, ich habe das mal die Konsumentin genannt, eine, die hat vielleicht innerlich sowas von, oh Gott, ich trinke ja auch nicht wenig, bitte nicht das Thema. Ja, aber gerade vielleicht, wenn man mit seinem Kind oder so, jemand, der einen wirklich gut kennt, wenn man sowas hat, von wenn ich das Thema anspreche, dann kriege ich zu hören, Mama, du trinkst auch, wie oft auch immer. Nicht ganz leicht. Eine im inneren Team, eine Konsumentin, die das selber tut, die da selber, Sie haben vorhin gesagt, ne, Eltern und Vorbild oder auch nicht, also damit zu locker vielleicht, wo ich vielleicht auch sowas habe, wenn es abrutscht, ach du liebe Zeit. Mag ich gar nicht hingucken. Was habe ich damit laufen? Was habe ich damit zu tun? Es gibt 1000 unterschiedliche innere Teammitglieder. Das, wie gesagt, nur Anregung. Wer mag, kann für sich irgendwann mal schauen. Dann habe ich mal aufgemalt ein inneres Teammitglied. Ich habe den genannt, den biografisch oder die biografisch Vorbelasteten. Das ist so ein Teammitglied. Einige von uns werden ja, einige von Ihnen werden ja wahrscheinlich Eltern gehabt haben, die vielleicht selber mit dem Thema zu tun hatten, die Alkoholiker waren oder. Wäre ein Wunder, wenn unter so vielen Menschen es das nicht geben würde. Und sind vielleicht groß geworden irgendwie mit der Überzeugung, wenn das passiert, wenn Menschen süchtig sind, dann geht das den Bach runter, die verliere ich. Das gerät alles außer Kontrolle und ich muss ganz viel tun, um das zu halten. Das wäre ja etwas Klassisches, was Kinder von Alkoholikern ja häufig oder sonst drogenabhängigen Eltern entwickeln. Und wenn ich die Vergangenheit hätte, dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Es muss nicht so sein, wenn es für sie nicht stimmt, hauen sie es in die innere Tonne. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich, wenn zum Beispiel mein Kind oder jemand, der mir am Herzen liegt, der mir in irgendeiner Form beruflich, wie auch immer, anvertraut ist, wenn ich sehe, der kifft, dass ich überhaupt nicht locker sein kann, gar nicht, sondern dass ich sowas habe von, ach du liebe Zeit, das ist der Anfang vom Ende, das ist Einstiegsdroge, weiß man ja, Alarm, einen im inneren Team. Dann kann man, wenn man dann in Gespräche geht mit, wir gucken mal und leuchten mal aus und Ambivalenzen und innerlich bin ich aber getrieben von, Alarm, Alarm, Alarm. Das wird ganz schlimm. Das muss aufhören. Und ich, wer, wenn nicht ich, muss das irgendwie hinkriegen, dass es aufhört. Gut, wenn man darum weiß. Das klassische Supervisionsthemen.
Und natürlich werden viele von Ihnen, ich auch immer wieder im inneren Team welche haben, ich habe das mal sehr umfassend und allgemein genannt, einen Beziehungsverstrickten oder eine Beziehungsverstrickte. Bei Eltern kann das ja fast nicht ausbleiben, ne? Aber auch bei anderen Personen natürlich. Das heißt, eine, das fand ich eben in dem Spiel, dafür war ich sozusagen regelrecht dankbar, wie eine Steilvorlage, in dem Spiel so spürbar, ne? Zwischen den beiden hier, der Mutter und der Tochter, worum geht es denn eigentlich? Um Kontrolle, um Erwartungen, ne? Wie der andere sein soll oder nicht, um Grenzen und. Das heißt, in Gesprächen über Cannabis kann es natürlich auch unterschwellig um völlig andere Themen gehen, die da verhandelt werden. Zum Beispiel kann ich beziehungsverstrickt sein, kann ich zum Beispiel, indem ich das Gefühl habe, du meine liebe Tochter, die ich nicht habe, du meine liebe Tochter konsumierst Cannabis und innerlich habe ich ein Teammitglied in mir als Eltern, ja mehr als wahrscheinlich, ich bin schuld daran. Ich war zu wenig da. Ich habe zu viel gearbeitet, ich habe was auch immer, irgendwas, ne? Irgendwas ist ja immer. Ich habe zu wenig geben können, zu wenig nähren können, ich habe selber damit was laufen, was weiß ich. Ich bin schuld. Schwer damit in Gespräch zu gehen. Oder ich habe sowas, auch das kann man ja haben, besonders als Eltern, aber ich mache gleich auch nochmal den Link, dass das natürlich nicht nur als Eltern einen erwischen kann. Oder ich habe vielleicht sowas, ich selber habe das nie gemacht, ich bin so eine Superleistungs-, ne? Immer straight und immer brav. Und jetzt habe ich irgendwie so eine coole Sau als Kind und denke, das ist irgendwie auch geil. Ja, der gönnt sich da was, der macht da was. Delegation, Klassiker, kann man sich schön verstricken. Und irgendwas habe ich in mir, wo ich denke, mein Sohn kifft, ja, verstößt so ein bisschen gegen die Regeln und ich finde es aber eigentlich cool. Ja. Also beziehungsverstrickt sind wir nun, es gibt ja keine Beziehung ohne Verstrickung, das ist ja nichts, nicht, wie soll ich sagen, das ist ja kein Unfall, das passiert, aber es macht natürlich solche Gespräche schwer, ne? Wenn man über Cannabis reden will, möchte, muss, wie auch immer, und, aber eigentlich geht es um was völlig anderes. Ja, das sind die wahren Themen, die im Raum sind. Und das passiert nicht nur Eltern, das passiert uns natürlich auch mit anderen Menschen, die uns anvertraut sind oder die, mit denen wir beruflich zusammenarbeiten, für die wir uns in einer Fürsorgepflicht fühlen oder auch sind. Natürlich passiert das schnell, vielleicht besonders, wenn ich zum Beispiel selber Kinder habe und denke, oh, das könnte auch meine Tochter sein, das könnte mein Sohn sein oder. Kann aber auch passieren, man könnte sich vorstellen, vielleicht bin ich Lehrerin und da sitzt jemand, der kifft. Ich habe selber ein Kind und das würde nie kiffen und ich weiß, das ist so, weil ich alles richtig gemacht habe. Wir waren immer in gutem Kontakt und deswegen kifft das nicht, dieses Kind. Und nun sitzt da ein Jugendlicher und kifft und meine Grundüberzeugung ist, ja, bei den Eltern kein Wunder. Bei den Eltern kein Wunder. Ich war falsch gemacht, schief gemacht. Und ich, auch da bin ich beziehungsverstrickt, wie auf einer anderen Ebene nochmal. Ich will noch gleich zum Gegenüber gucken. Ich muss einmal ganz kurz von Ihnen Resonanz hören und mal gucken, ob das geht, ganz kurz. Geht das gerade noch? Sind Sie dabei? Wird das gerade zu viel? Gut. Weil dann würde ich noch mal einmal den Schwenk nach Gegenüber machen, zum anderen Team. Allerdings kürzer, weil da habe ich nicht, ne? Die eigenen Themen sind ja immer das, wo man guckt, wie stelle ich mich auf. Das andere ist eher eine Einfühlung und können natürlich völlig unterschiedliche Sachen sein. Aber wichtig ist mir weniger, was da genau ist, weil das ist rein hypothetisch, sondern mehr ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sind Dynamiken, wie können sich die Teammitglieder nicht nur im Team, können die sich ja verstricken, sondern auch zwischen den Teams. Und dafür mal diese Wand. Alles nur Beispiele und da noch nicht mal einheitlich, nicht aus einem inneren Team. Ist nicht meine Frau M, ist eher eine Mischung. Ja. Im inneren Team, ich habe mal die, es gibt ja irgendwen im inneren Team, wenn man diese Metapher mal nimmt, der überhaupt kifft oder die kifft. Ich habe die hier mal genannt, die Sehnsüchtige. Es gab ein Buch, die alten Hasen von ihm wahrscheinlich irren, ist menschlich. Da wurde immer gesagt, jede Sucht ist auch eine Sehnsucht.
Nicht jedes Kiffen ist eine Sucht, aber sagen wir mal, weil diese Patientin von mir war eindeutig eine problematische Kifferin und eine Sehnsüchtige in ihr greift zum Joint, zu dem immer verfügbaren, ne, wer immer da ist, immer Zeit hat. Und ich würde sagen, bei ihr die Sehnsüchtige war eine, die Sehnsucht hat nach einen Moment angstfrei, einen Moment sich unbedroht in der Welt fühlen können. Ich glaube, es war ihre Sehnsucht. Es gibt natürlich völlig unterschiedliche Sehnsüchte. Und finde ich in dem inneren Team, Tabatabai sagte vorhin, es kann ja problematisch sein oder nicht, wirklich sehr unterschiedlich ein Gefühl dafür entwickeln. Wenn man mit dieser Spur folgt, finde ich eine interessante Frage, was weht mich vom anderen an oder was kriege ich zu fassen? Was mag die Sehnsucht sein? Worum geht es bei dem? Geht es um Lifestyle? Geht es um, dass man sich mal zeigen kann, wie man sonst sich nicht zeigt, dass man sich mal entspannt, mal runterkommt, einmal das Hochtourige abschaltet oder. Da gibt es ja völlig verschiedene Motive, welche die mehr oder weniger problematisch sind, mehr oder weniger dazu einladen. Das kann irgendwie nur der Joint oder was auch immer bedienen. Auch in ihrem Team eine Lockere, natürlich, eine Lockere. Eine sagt, es ist nicht schlimm. Ich habe eine Psychiaterin, die sagt, das Kiffen macht überhaupt nichts. Ist völlig in Ordnung. Ist nicht schlimm. Es ist in vielen Ländern erlaubt, das ist irgendwie Quatsch, was der Gesetzgeber hier macht. Eine total Lockere. Im inneren Team, bei ihr, aber bei, ich würde sagen, nahezu allen Jugendlichen dieser Welt kann man damit rechnen, das ist ja die Aufgabe von Jugendlichen, Autonomie zu entwickeln, auch in Grenze zu gehen. Schwellen überschreiten, wurde vorhin gesagt, wirklich in Abgrenzung zu gehen, den eigenen Kram zu machen. Und der oder die Autonome im inneren Team, Sie können das da hinten überhaupt nicht sehen, ne? Ich erzähle es alles. Gut. Eine Autonome im inneren Team oder ein Autonomer, der sagt, das geht dich gar nichts an, halt dich da raus. Stopp, ist meins. Meine Sache. Wenn man Glück hat im inneren Team, des anderen auch einen menschlich Verbundenen, einen, der sagt, sie sind mir auch wichtig oder du bist mir wichtig, ja, eine gute Grundlage. Allerdings bei dem inneren Team kann ich die 8 doch noch mal auf die Bühne holen und auch noch 4 andere, ich will es doch zeigen. Können die 8 von eben noch mal einmal kurz auf die Bühne kommen? Genau, einmal noch mal diese Schilder nehmen und einmal noch mal kurz auf die Bühne, dann Dankeschön. Das kann ich leichter zeigen. Und ich bräuchte noch mal 4 andere für diese 4 Teammitglieder. Gibt es noch 4, die sich, genau, 1, genau, sich am besten schon mal so hinstellen und mal in diese Richtung gewendet stellen. Vielen Dank, wunderbar. Eine Lockere. Einen Autonomen. Eine menschlich Verbundene. Und eine Sehnsüchtige. Oder einen Sehnsüchtigen. Die mal nach hinten und die mal alle davor. Und zwar so, dass die beiden Teams sich gegenüberstellen. EM passend. Genau, dass die sich gegenüberstehen. Das können Sie jetzt nicht sehen. Aber was im Moment hier passiert, die Autonome, die Lockere und die menschlich Verbundene stehen vor der die kifft, vor der Sehnsüchtigen. Und hier stehen, genau, die behütende Beschützerin, die Lockere, die respektvoll Abgegrenzte, die kritisch Hinterfragende. Good Cop ist da hinten, den merkt man nicht so richtig. Empathische, menschlich Verbundene sind auch noch da. Und was passiert ist, dadurch, dass sie so stark ist, nämlich die behütende Beschützerin, das ist so, als würde sie sich mit dem, was man Abwehr nennen könnte, dass da nicht hingeguckt werden muss, dass da keine Ambivalenz gespürt werden muss, dass da das, was an kritisch Hinterfragender vielleicht auch noch da ist, überhaupt nicht gesehen wird. Die verbünden sich. Das ist hier die Dynamik gewesen. Verstehen Sie? Die sagt, oh, wir begegnen euch, das passt doch super. Die Lockeren verstehen sich wunderbar und menschlich verbunden, ja, wir mögen uns. Ja, genau, respektvoll abgegrenzt, sie sind autonom, ich weiß. Wunderbar. Für Ambivalenzen kein Platz. Was aber auch passieren kann, auch eher eine klassische Dynamik ist, ich brauche noch einen von Ihnen, nämlich für einen kritisch Hinterfragenden. Dankeschön, wunderbar.
Wahrscheinlich, können Sie einmal ganz nach hinten gehen, da das Team, das eine kritisch Hinterfragende, wahrscheinlich, die meisten, die kiffen, darauf setzt ja auch die technikmotivierende Gesprächsführung, haben ja in sich auch eine Ambivalenz. Also natürlich denkt auch eine Frau M. darüber nach, na ganz so einfach ist das auch nicht. Das muss sie aber nicht spüren im Kontakt mit mir, wenn ich so aufgestellt bin. Und eine Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in dem Augenblick, wenn ich meine kritisch Hinterfragende, wenn die ganz doll nach vorne käme, ganz doll nach vorne käme, möglichst noch gepaart, na schon noch hier, schon noch meine, nein, möglichst noch gepaart mit so einer gnadenlosen, das gibt's ja auch, so einer gnadenlosen Richterin, wie kann man nur? Was dann hier passiert, ist auch die Abwehr wird total gestärkt. Das nennt man Ambivalenzspaltung. Das heißt hier, die eigene Ambivalenz hier, dass ich kritisch hinterfragend bin und gleichzeitig locker, das halte ich in mir als diejenige, die konfrontiert, nicht aus. Ich fühle da nicht hin, sondern ich gehe in eine Position, hier mal die kritische, was dazu führt, hier wird auch die Ambivalenz nicht gespürt. Der Stuhl der Kritischen ist schon besetzt, jetzt kommen nur die Lockeren und anderen hervor. Kennen Sie wahrscheinlich die Dynamik, ne? Wenn man so konfrontiert, das stärkt natürlich beim anderen total dieses, ne, wieso, ist alles gut, alles easy, warum? Ja, genau. Also auch das eine Dynamik, wo man gut im Blick haben sollte. Das heißt, es bleibt schwierig, aber ideal wäre, darf ich die Lockere nochmal holen? Hier steht jetzt die Lockere und die kritisch Hinterfragende. Wenn die nebeneinander wären, das brauchen Sie ja für die motivierende Gesprächsführung, dann wird die Wahrscheinlichkeit am meisten erhöht. Also das heißt, ich bin locker, aber ich habe auch innerlich was von, das ist nicht nur ohne. Das ist wert, da mal hinzugucken. Dann wird die Wahrscheinlichkeit erhöht. Leider funktionieren Menschen ja nicht wie im Lehrbuch, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die überhaupt auch nach vorne kommen kann. Ja? Dass die nicht sofort sich polarisieren und bekämpfen müssen. Eine letzte Dynamik. Was noch passieren kann, hier, und das war die Ambivalenz, gut, ich bin auch fast fertig, die Ambivalenz hier, ich bin locker und ich bin kritisch, auch da, ich halte das nicht aus, ich will das nicht, ich schlage mich auf einen Pol, die Ambivalenz kann auch im Team ausgetragen werden. Ich bin ganz locker, aber diese bekloppten Kolleginnen, engherzig, spießig, das habe ich erlebt, das spaltet Teams oft. Ich bin viel als Teamentwicklerin unterwegs, das ist ganz häufig, dass eigene Ambivalenzen, Schulz von Thun sagt immer, der innere Kriegsschauplatz wird nach außen verlegt. Ja, ich bekämpfe es außen. Es klingt mir so, als wäre, ich weiß zu wenig darüber, ist echt nicht mein Feld, aber als wäre das in der politischen Debatte auch ganz schnell so, dass sich dann Lager bekämpfen, dass man so tut, als wäre es entweder total easy, mein Gott, ihr dramatisiert, das ist doch wirklich, ja, oder total schlimm, ihr banalisiert, ihr redet das klein. Und die Wahrheit ist, es ist beides. Und das ist nicht leicht, das auszuhalten. Es ist beides. Damit muss man irgendwie umgehen. Ja, von daher, das finde ich noch, wäre mir noch ein Gedanke, den ich wert finde, mit ins Team, aber auch in dieses Gespräch zu nehmen. Vielen Dank. Sie können wieder hinhängen. Danke, danke, danke. Sich wieder setzen. Unbedingt. Genau, die würde eher vorgelockt werden im Gespräch überhaupt, dass das vielleicht sein kann. Natürlich auch ganz viel mit der empathischen und, ne, die, genau, genau. Ein bisschen schematisch natürlich, ne, da passiert ja ganz viel und die wandern hin und her. Wer von Ihnen Lust hat, darüber noch ein bisschen weiter zu reflektieren oder ins Gespräch zu gehen, gerne gleich am Tisch oder nach der Pause am Tisch. Wer eher auch sowieso Lust hat oder wen gerade interessiert, ja wieder mit ins Gespräch. Dazu ja nach der Pause auch das Thema motivierende Gesprächsführung. Und meine Hoffnung und mein Appell ist, dass ich brauche das gar nicht Coram, also im großen Kreis, gerne eher im Kleinen, dass ich so ein bisschen mitkriege, auf welchem Boden fällt das bei Ihnen. Das wäre meine eigentliche Neugier. Können Sie damit was anfangen? Welche inneren Teammitglieder melden sich? Und. Vielleicht ist am Tisch nachher ein bisschen Zeit dafür. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.